Hallo, wir sind Marc, Stefan, Max und wir haben ein Programm geschrieben, was sich nennt Taxi Time Travel Prediction und es ist für Taxifirmen gedacht, damit Taxifirmen möglichst effizient berechnen können, welches Taxi sie zu welchem Kunden schicken, damit sie einen möglichst effizienten Workflow haben und ihre Ressourcen schonen können. Das Projekt macht, wie gesagt, folgendes: Es berechnet die Zeit aus Standortdaten und versucht, die möglichst schnelle Route zu finden. Wie wir das machen, sehen wir an dem Beispiel. Beispiel. So, also hier geben wir nur die Daten ein, die jetzt in der Taxizentrale durchgegeben werden würden, wo sich der Kunde gerade befindet, der ein Taxi anfordert. Und außerdem das Ziel, also wo der Kunde hin will. Das Ziel wird jetzt erstmal bei unserer Beta-Version noch nicht so wirklich benötigt, aber wäre dann halt wichtig für eine spätere Implementation, für beispielsweise, um das Ganze in Real-Time berechnen zu können. So, dann werden uns auf der Karte mit den gelben Punkten die aktuellen Standorte der ganzen Taxis angezeigt und außerdem halt die jeweilige ID und ob das Taxi frei mag, und ob das Taxi frei oder gerade besetzt ist, also eine Fahrt hat. Und der blaue Punkt markiert den Standort des Kunden. So, unten hat das Programm dann schon ausgerechnet, welches Taxi geschickt werden soll und in wie vielen Minuten das Taxi den Standort des Kunden erreichen würde. In unserem Fall jetzt 3 Minuten 36. Ja, das Ganze haben wir jetzt noch, um die Taxidaten können ja variieren, also die würden ja dann sozusagen von den einzelnen Taxis angefordert werden. Und dafür haben wir jetzt noch eine zweite Simulation für die entsprechenden Taxidaten, wo halt die Taxis jeweils nochmal eine andere Position haben und auch nochmal eine andere ID. Und in diesem Fall wäre jetzt Taxi 4 das Taxi, was am dichtesten dran wäre, beziehungsweise am schnellsten beim Kunden wäre, in 2 Minuten 23. Dankeschön. Wir realisieren das über ein JavaScript-Frontend, diese schöne Animation, die Sie gerade gesehen haben, stammt übrigens aus der Feder von Marc. Dafür nochmal danke. Das Backend wurde von Marc, nee, von Stefan und mir geschrieben in PHP und arbeitet mit einem Array, um dann zu berechnen, wie lange, also welche Route die beste ist und welches Taxi man also nehmen muss. Die Zeiten und Routen bekommen wir durch einen API-Request von Grasshopper. Und nochmal danke an den Entwickler von Grasshopper, der uns sehr viele API-Requests zur Verfügung gestellt hat. Für zukünftige Implementationen wollen wir eine Datenbank reinbringen, um variable Taxizahlen zu haben, um in Echtzeit zu arbeiten und dann soll auch noch rein, dass das Ziel, das der Kunde hat, berücksichtigt wird, sodass der Kunde weiß, wann das Taxi bei ihm ist, wie viel er bezahlen wird, wann er da ist und dass der Taximanager möglichst effiziente Möglichkeiten hat, seine Ressourcen zu verwalten und ja, einzusetzen. Wir möchten natürlich den Mentoren danken und ja, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.